Du. Und geht? Du bist noch am Rand fahren. Okay, ist klar. So. Was machen wir denn heute? Hier kann ich zumindest nicht anfangen. Ja, aber der war auch für Wasser. Ich weiß, es ist Katastrophe. Ja, dann braucht der wahrscheinlich erst diese Dings dann. Brauche ich vielleicht erstmal Rechte? Kann das vielleicht sein? Wenn dann Menschen mit in deine Materie logisch stellen können. Wo bist du denn? Oh, ja, brauchst du. Muss erst einstellen. So, jetzt eingestellt. So. Jetzt bist du eingestellt. Jetzt bist du offiziell der erste Mitarbeiter. Auf Hof Bergmann. So. Jetzt müsste das eigentlich gehen. So. Du guckst mal. So. Bist du heute ein bisschen zuständig für die Tiere? Na, wenn ich mal gefüllen könnte. Der geht nicht, ja, dann brauchst du für den, dann müssen wir für den erst den Schlauch kaufen. Musst du dafür erst den Schlauch wahrscheinlich kaufen. Dann musst du den anderen nehmen. Ich weiß aber nicht, wo der steht. Irgendwo hinten. Ich glaube, der war irgendwo hinten bei den Kühen. Oh, ey, jetzt habe ich aber. Oh, der war die Nase. So. Und natürlich, ich habe wieder ein bisschen eingekauft. So, also. Da, ah, könnt ihr schon sehen, ich habe den Dings erhöht. Den Dings erhöht, genau, nee, erweitert den Tiertransporter, hier den Anhänger, den wir hinten stehen hatten. Da habe ich jetzt einen LKW noch für gekauft. Dann haben wir den ein bisschen, dann können wir schön Tiere einkaufen. So, und was das mit dem hier dann auf sich hat, hier, mit dem schönen hier, das erfahrt ihr später. Da kommen wir noch zu, was das hier mit dem auf sich hat. Na, da kommen wir noch zu. Und so, und viel habe ich sonst noch gar nicht gemacht. Also, da kommen wir später noch zu, wie gesagt, was wir sonst heute machen. Ein paar Tiere auf jeden Fall kaufen. Und füttern natürlich. Genau. Mal, dann holen wir uns auch als nächstes. Was war das denn hier? Das waren, glaube ich, die Schweine, ne? Stimmt. Aber die Schweine. Man sollte vielleicht mal so machen. So, dann kaufen wir uns mal ein paar Schweine, würde ich sagen. Oh, Schweine sind aber ganz schön teuer, Bro. Aber Hauptsache, da kaufen wir uns ein Schwein, dann sind wir schon wieder pleite. Was ist das denn hier? Das ist. Da müssen wir wieder Kredit von Bank holen. hier war Pferd, warte mal. Hühner hatten wir da. Schweine hatten wir da. Hatten wir nicht irgendwo noch Kühe? Irgendwo hatten wir doch noch. Irgendwo hatten wir doch noch Kühe. Ach, hast du ihn gefunden? Genau, hier hatten wir doch noch die Kühchens. Was kosten denn die Kühe? Hallo, ich hätte gerne. Ach, da hinten ist der Tiertrigger. Warum haben wir hier zwei Tiertrigger? ETF? Warum? Kann man hier Dings kaufen? Babys oder was? Digga, hier kannst du echt Kälber kaufen. Keine Ja. Ahnung, ich kann hier kein Wasser auffüllen. Mal. Warum?
Ich habe eine dumpfe Vermutung. Ich habe eine dumpfe Vermutung, aber dann muss ich noch mal einkaufen. Eine ganz dumpfe. Brauchen wir wahrscheinlich. Weiß ich, wenn man den. Geht das dann für jeden? Den nehmen. Warte mal, jetzt muss ich gerade mal. Ja, Flüssigkeitentransport. Moment, welcher ist denn das überhaupt, den wir da haben? Ist einer? Welcher ist das? Hallo? Da, hier, der. Der ist das. Ach, der ist auch gar nicht für Wasser. Er ist für Gülle. Das heißt, wir müssen ein bisschen soppen gehen. Wo war denn das? Hier. Das heißt, wir brauchen dann wahrscheinlich hier diesen Universalschlauch. Muss ich den dann vom Dings abholen oder was? Den jetzt. Ob der da rumliegt. Wenn der jetzt echt rumliegt, dann muss ich da hinfahren und den abholen. Was zum. Geh ruhig zu, ist in Ordnung. Doch, liegt echt am Shop rum, dann muss ich den mal kurz abholen. Wow. Wieder 1 plus mit Sternchen, wie ich hier am Fahren bin. So. Jetzt geht's aber langsam mal voran. Hoffentlich geht das dann jetzt mal irgendwie, dass wir mal rausfinden, wie wir da die Enten und die Hühner füttern. Ich habe das irgendwie immer noch nicht so ganz raus. Wo was hin muss. Und dann holen wir mal den Schlauch ab und dann gucken wir mal, ob das dann funktioniert, da irgendwie Wasser reinzufüllen. Kann ja wohl nicht so schwer sein, sich Wasser aus diesem Kackhahn zu holen. So. Gucken wir mal. Kommen Sie, hallo. Kommen Sie. Kommen Sie, Mr. Slow. Hallo. Ach du heiliger Wurstkopf. Geh rein da jetzt. So. Ich hoffe, der bleibt da jetzt drin und fällt nicht einfach raus. Oh, der rutscht schon so. Komm, das passt schon. Aber wie der am Wandern ist, ich hoffe, der fällt nicht raus. So wieder da rumgerammelt hier. Der riecht auf Wanderung hier. Es bleibt da drin.
Was? Hauptsache, was? Aha! Doch ich wurde gerade geblitzt, du, was? Digga! Aha! Guck mal, dann kommen wir gleich von hier rein. Dass wir den gleich lassen können hier. Hallo, kommen Sie, kommen Sie. So, dann, aha. Schön, wie der da jetzt im Boden backt. Hallo. Digga, ist das dein Ernst jetzt? Warum? So, du müsstest mal hiermit versuchen. Dann musst du es mal damit versuchen. Wenn du jetzt den kleinen. Ach, jetzt habe ich dir das Auto dafür geklaut, oder? Aber wenn das mit dem Trecker auch geht, dann ist ja. Warte, ich gucke mir das auch einfach mal mit an jetzt hier. Warte, ich hänge dir den mal hinten ran. Kommen Sie. Warte, 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 warte. Ja. Ein Stück hier noch. Ein Stück hier noch. Und. Plupp, jetzt müsstest du Wasser ziehen können. Nee. Jetzt müsstest du Wasser ziehen können. Was? Nein. Jetzt aber. Jetzt kann ich uns hier. Ganz viel Kleinigkeiten. Da müssen sogar alle Dings aufgedreht werden. Das heißt, ich muss sogar eben hier stehen bleiben, dass ich das alles wieder zumachen kann. Du sagst, wenn er voll ist, ja? Kann ich noch eine Stunde nehmen. Warum geht da so viel rein? Wie viel reingeht, keine Ahnung, es geht nur sehr langsam. Da gehen rein 4000 Liter. Na gut, wenn das so lange dauert, dann fahre ich erstmal das Auto weg. Ja. Kann auch für den noch eine Verlängerung holen. Dann muss man nicht immer so nah ranfahren. Geht das so? Geht das so? Wow. Das war ja mal, das war's ja komplett. Sehr, sehr gerade hier. Jetzt hast du das Wasser da einfach angelassen, oder was? Oder hast du alles ausgemacht hier? Bei links. Ah, ne, ist schon automatisch dann, wenn er voll ist, oder was? Okay. Den habe ich alles ausgemacht. Aha, oh gut. Gut. Und dann wurde auch das Problem schon mal gelöst. Oh, ey, Digga. Der hat die ganze Zeit gejuckt. Und wo kommt da jetzt Wasser hin? Müssen wir in den Eimer kippen oder was? Ich nicht. Wir gucken mal. Und draußen kommt auf jeden Fall Wasser.
Draußen. Naja. Ah, okay, ja, dann brauchen die ja wahrscheinlich drinnen gar kein Wasser mehr, oder? Schon andere Tiere oder? Nee, Wasser brauchen sie nicht mehr, hier sind drin. Aber ich habe gerade was gesehen und das war es dann jetzt wohl komplett, wenn das wirklich so. Nee, den kann man nicht bedienen hier, den Hahn. Ja, dachte schon. Nee, andere Tiere habe ich noch nicht. Da war noch keine Kohle für da. Nur mal erst wieder Kredit von Bank Ja, holen. mit den anderen. Ach so. Und zu gucken, ob man hinten rausholen kann, oder was? Ja. Oh, ich hole mal Kredit von Bank. Ah, oh, ich hole mal Kredit. Ja. Kleinen Kredit nur, damit wir auch Tiere noch jetzt, damit wir die Stelle alle voll machen können. Da musst du, glaube ich, wenn noch Boden stellen. Zählt. Muss auch erstmal da drunter. Nee, funktioniert nicht. Einmal ist echt nur Deko. Ja, man kommt ja nicht mal an den Hahn ran. Ah, doch, warte mal. Nee. Kommt ja nicht mal an den Hahn ran, dann weiß ich nicht, was du mit diesen Eimern machen kannst. Ah, dann kaufen wir jetzt mal ein paar Tiere, ja. Dann kaufen wir jetzt mal hier ein paar Schweine, würde ich sagen. Jetzt kaufen wir von jedem drei, oder was? Erstmal. Und das hat er jetzt schon. Gut. Dann haben wir hier ein paar Schweine. So, gucken, was brauchen die denn da? Schweinestall, Stroh. Ja, eigentlich wie immer. Was ist das denn? Treber. Was zum ist Treber? ETF? Okay. Ach, die haben mir dann sogar eine eigene Kategorie hier. Kälbchen. Das Kälberbereich. Milch und Stroh brauchen die. Was? Hundebereich. Hundefutter. Bruder, da ist nicht mal ein Hund. 2 Schweine. Zuchtstall haben wir sogar 3 Stück. Aha. Das ist nicht. Warum die kriegen so? So. Die sind dann noch echt hier drin, oder was? Warte mal doch. Die Schweine brauchen. Wo sind denn Schweine? Nee, die brauchen kein Wasser. So. Dann haben wir jetzt das haben wir. Das haben wir. Dann besorgen wir uns doch noch mal ein paar. Also nur Kühe erstmal, ne? Weil für die Kälbchen haben wir noch keine Milch. Mal gucken, wo der Trigger jetzt nochmal war. Weil das war ja hier für die Kälbchen. Dann müssten da hier die Kühe sein. Auch von jedem drei erstmal. Mal langsam angehen hier. So, Kühe sind echt anders teuer. Hallo, Küchens. Ach, jetzt seid ihr alle hier drin? Kann ich hier die Tür zumachen? Ich kann die Tür sogar zumachen. Kommst hier nicht raus. So.
Ganz einfache Kiste ist das. So, was brauchen die Küchens? Die brauchen auch kein Wasser. Ja. Wohl nur die Hühner und Enten, warum auch immer. Gut, dann gucken wir, was wir noch machen können. Können wir hier... was war denn das hier nochmal? Ach, das war das Milchlager hier, ne? Und da hatten wir diesen Käse. Produktion, stimmt. Ja. Sehr witzig. Was? So wie du das da reingestellt hast, weiß ich gar nicht, ob ich da den Wassertank mit zwischenkriege. Ja, ich weiß, ich habe das da so ein bisschen bisschen komisch reingeborgt. Ein bisschen ist gut. So, dann haben wir doch jetzt schon mal den Hof einigermaßen hier in Betrieb genommen. Da warte mal, was war denn das hier hinten, was ich gekauft habe? Ach, das ist richtig die Schweinezucht hier hinten, ah. Aber hier Kuhweide, ah, haben wir. Da haben wir noch, da hätten wir noch Schafe. Stimmt, ich habe doch den Schafstall gekauft. Und hat gepasst. Ah, das muss man dann noch mal ein bisschen gucken. So, was denn, was, wo waren denn jetzt die Schafe? Waren hier ein bisschen außerhalb. Da waren die Schafe, da sind die. Es waren hier auch noch Pferde, warte mal. Die waren noch immer die Schafe, das war doch hier. Hier, da, genau, Schafe und Ziegen, genau. Hier, warte mal, was können wir denn in der Hütte hier machen? Hallo? Hier spawnt dann wahrscheinlich alles, ne? Wolle und alles, ne? Was? Gucken. Bisschen, mal gucken. So, was können wir denn? Was gibt es denn hier so im Angebot? Ich Ziegen. Blude. Was denn? Schafsbock? Hier sogar. Sache, wie die einfach gleich aussehen. Ich sehe hier keinen Unterschied. Das ist ja mal was. Ich glaube, da nehmen wir erstmal zwei von jedem, ne? Von zwei, davon zwei, davon, davon. So. So ein Shit-Schafsbock und dann ein W für weiblich. Ah, ja. Naja. So, was brauchen die? Oh, Schafstall. Die brauchen wieder Wasser. Guck an. Da muss ja auch irgendwo, ja, das ist bestimmt der Kuh, die hier Was ist draußen, das ne? hier? Warum ist hier so ein... Das kann man die... Moment. Okay, das scheint doch nur Dekoration zu sein.
Dann hole ich den mal, wa? So. Bremst doch, du blöde Karre. Sag mal, willst du mich jetzt nur zu blöd zum Rückwärts fahren, ne? Wie kommt da jetzt das Wasser raus? Ich zeig dir das an. Geht auf Entleeren. Hier draußen, doch, das muss doch da sein, hier draußen, das Wasser. Also jetzt bin ich komplett verwirrt. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Das ist doch. Da ist Wasser da drin, aber was ist, wäre das dann hier draußen? Also das kann ich mir jetzt. Hier drin ist eigentlich Futter, so wie das aussieht. Okay, dann bin ich raus. Dann habe ich keine Ahnung, wo hier Hier wie sind die Tiere nicht mehr. irgendwie das Wasser hin muss. Dann bin ich komplett raus an der Stelle. Bin komplett raus an der Stelle. Ja gut. Dann. Oh. Da haben wir schon wieder eine halbe Stunde. Na, guck an.
Dann würde ich sagen, soll es das doch jetzt erstmal an der Stelle gewesen sein. Wir rätseln hier noch ein bisschen rum, wie hier das Wasser bei den Schafen reinkommt. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier auf der Hof Bergmann und hauen Sie rein.